Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Sonic the Lost World. Hier wieder bei der 100% Jagd in den Desert Ruinen 4, glaube ich war das. Und ja, hier am letzten Punkt, wo wir da aufgehört haben, geht es natürlich auch wieder weiter, weil wir brauchen ja noch die roten Ringe für die scheiß 100%. Oh Mann. Ich ahne Schreckliches, liebe Leute. Ich ahne Schreckliches. Und zwar geht es jetzt hier. Hier hoch. Sehr schön. Das hat schon mal gut geklappt. Und hier rüber. Sehr schön. Das hat auch sehr gut geklappt. Und zum roten Ring. Das hat auch wunderbar geklappt. So, diese Stelle kriegen wir schon mal gut hin. Dies wird jetzt eigentlich kein Problem mehr sein für uns. Aber die andere Stelle macht mir noch ein bisschen Angst. Die, wo jetzt gleich kommen werde, bestimmt schon ziemlich nah. Ja, ich hab ihn. Und dann hüpfe ich hier so und blind spring den Kaktus. Lauf, Sonic, lauf. Checkpoint. Ja, Fatty McFat fällt bloß noch. Das kriegen wir hin, das sollten wir hinkriegen. Ich weiß bloß nicht mehr, wie der genau war. Scheiße. Ich habe vergessen, dass ich da springen muss. Und hinten drauf. Und hinterher bauen. Vielleicht nicht allzu schnell, damit ich noch. Ah, jetzt kommt das da. Du kannst mich mal. Geht doch deine Drehkraft aus. Und erledigt. Jawohl, wir haben es geschafft, Leute. Endlich den Müll hinter uns. Ich bin so froh, dass ich das jetzt endlich hinter mir habe. Dieses blöde Wirbelstimm-Level, das geht mir voll auf den Senkel. Okay, geschafft. Yay! Sehr schön, sehr schön. Ein Chaos Emerald. Wir haben unseren ersten Chaos Emerald. Da will ich hin. Geil. Es gibt alle Chaos Emeralds gibt's wieder. Cool. Das heißt, wir müssen so oder so alle schaffen. Ja. Beißt die Maus keinen Faden ab. Tropical Coast. Oh Gott. Da kommen böse Erinnerungen. Ganz, ganz böse Erinnerungen. Naja, hilft nichts, müssen wir machen. Na, dann gehen wir da rein. Und gucken uns da nochmal genauer um. Okay, das sind plus 10er Ringe. Ist es hier auf der Palme? Nicht. Boa. Setz mal Boa gleich mal ein. Da war jetzt nichts Besonderes dabei.
ich jetzt halt auch rendiert hätte. Wo könnten da die letzten rote Ringe sein, liebe Leute? Ich weiß es nicht. Jetzt düst Sonic wieder so weit. Doof. Wir haben den ersten roten Ring schon nicht einmal, den zweiten haben wir nicht, den dritten haben wir, der vierte fehlt uns und den fünften haben wir wieder. Das heißt, der muss ja irgendwo auffindbar sein, dieser scheiß erste rote Ring. Da war er. Okay, wir haben den ersten roten Ring gefunden. Dann schätze ich mal, dass der zweite hier auf der gegenüberliegenden Seite vielleicht ist. Kann das wirklich sein? Kann das wirklich? Und so? Nee. Irgendwie nicht. Okay. Oder es ist abschnittbedingt. Das ist jetzt der zweite Abschnitt. Dann müsste es ja hier theoretisch vielleicht den zweiten geben. Das ist jetzt die Frage, wo? Da hat's noch nicht ausgeschaut. Da komme ich nicht hoch. Hier ist ein Loch da, Tierchen. Leute, das ist echt nicht so einfach, muss ich gestehen. Ich weiß jetzt nicht, wo da noch die restlichen roten Ringe sein sollten. Das war der dritte. Das heißt, der zweite muss entweder auf der anderen Insel sein, oder das heißt, wir müssen mal wieder eine Runde bohren, weil hier der Bohrer ist. Das gibt mir zu denken. Es das heißt bestimmt, es ist hier irgendwo unter Wasser wahrscheinlich irgendwo ein roter Ring versteckt. Ach ja. Natürlich. Was auch sonst. Ich habe irgendwie das Befürchten, dass das echt unter Wasser ist, liebe Leute. Anders kann ich mir das echt nicht vorstellen, wo hier noch ein roter Ring sein soll. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen, echt immer ein bisschen leise bin. Bin echt immer so am Überlegen, wo denn hier noch ein roter Ring sein könnte. Aber ich sehe hier aber auch nicht. Also, ich weiß jetzt echt nicht, wo hier der zweite rote Ring sein soll. Der dritte. Oder der zweite? Der zweite, glaube ich, war aus dem dritten haben wir gefunden. Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Weil ich echt nicht weiß, wo der sein könnte. Wieder so eine komische Fischbombe drin. Oh ja.
das heißt, hier ist gar nichts. Gott sei Dank, warum hat es jetzt so geleckt? Spiel, hör auf! Ja, da ist auch nichts. Das ist klar. So, hier. Was war jetzt hier nochmal los? Ja, schon mal die Reihe. Ich glaube aber, dass ich mich echt hier nochmal schlau machen muss, wie das ausschaut. Ich habe keinen Dunst. Das sind so die Welten, also die Welt hier vor allem, ist so unübersichtlich. Dass es ziemlich schwer macht, wenn du da irgendwas Bestimmtes suchst, meiner Meinung nach. Das erschwert das Ganze ziemlich. Bin mir nicht ganz sicher. Irgendwas. Ich habe schon wieder zu viel verpasst, meiner Meinung nach. Viel zu viel. Kugeln. Ich sehe aber auch hier nichts auf den Palmen. Leute, das irritiert mich gerade echt ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß jetzt nicht, was ich da tun soll. Au. Oder wo da noch die roten Ringe sein sollen. Ich habe keinen Schimmer. Ich glaube, da muss ich echt nochmal nachgucken, wo die sind. Ich hoffe, ich finde da auch mal was. Bei den vorigen, da kann ich ja, glaube ich, bei einem alten Part von mir nachgucken, aber bei den anderen Sachen muss ich mal das Internet befragen. Muss ich mich mal schlau machen. Ob das irgendwie, oder wie man da bestimmt hinkommt oder so. Leben nehmen wir mit. Wenn wir schon mal die Chance dafür haben. Ganz klar. Leben kann man immer gebrauchen. Kann man nie genug haben. Ich glaube, das hier auf den Wolken, den haben wir wiederum. Das ist der. Also wir haben den zweiten und den vorletzten verpasst. Das müsste ja dann quasi der letzte sein, der in den Wolken jetzt hat. Was, das ist der dritte? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Das irritiert mich jetzt gerade echt. Das ist das Level, das wo ich am meisten verwirrend finde, von allen. Da bin ich bisher noch nie so richtig irgendwie drauf klargekommen. Auf dieses Level, das war auf alle Fälle der letzte. Also fehlt der zweite und der vorletzte. Den ersten haben wir gefunden, der zweite müsste dann theoretisch unter Wasser sein. Der dritte war wieder Oberland. Dann müsste der vierte wieder unter Wasser sein, theoretisch. Ich weiß jetzt nicht, soll ich nochmal reingehen? Nee, lieber nicht. Machen wir Tropical Coast 2, weil da fehlt uns der letzte nur noch. Ah, der sollte ja eigentlich auch nicht so schwer sein. Also normal. So. Da muss man
sich bloß mal genau ein bisschen umgucken hier. Sollte das aber auch kein Problem darstellen. Hier war einer. So. Ich glaube, hier oben auf irgendeinem Hangar war doch auch einer. Oder täusche ich mich da jetzt? Ich glaube, ich täusche mich. Hier ist nichts. Hier. Hier war einer. Nehmen wir mal die Rakete mit. Aber hier waren wir ja quasi schon. Ich bin anderer Meinung. So. Dieser kleine Setzling wird nie erblühen, dafür sage ich. Es wird mir ein Vergnügen sein, ihn zu Düngemittel zu verarbeiten. Hier war der eine. Also hier sind wir schon wieder fertig. So wie es ausschaut auf dem Planeten. Ich glaube ja. Ich befürchte echt, dass das schon war auf diesem Planeten. Sieht so aus irgendwie. Komm mit, Melönchen, komm mit. Und Melonensaft zum Apfelsaft. Oh Gott, die scheiß Hühner da. Hier war auch irgendwo einer, das weiß ich. Ey, wo war der letzte dann? So. Zack, zack. Und zack. Zweiter kaputt. Nein, jetzt habe ich aus den X gedrückt, verdammt. Macht er eine Bruchlandung. So. Doofes Hühnchen. Nochmal so ein doofes Hühnchen. So ein Wetterhühnchen. Einfach mal in den Boden gestampft. Alle Käfer hier weg. Dann fahr ich hier gleich mal rüber. Da drüben war auch nichts mehr. Hier war einer. Das müsste jetzt aber der letzte gewesen sein, was ich gesammelt habe. Das verwirrt mich etwas, dieses Spiel hier.
durch die Spitze eines Stiefels. Und genau die bekommst du gleich zu spüren. Rakete! Das sieht mir nach Bonus aus. Da könnte es theoretisch, wenn ich vielleicht alle umbringe, den letzten roten Ring geben. Meine Kunst ist schärfer als deine Worte, Freitags. Deine Beleidigungen dringen durch meine dicke, faltige Haut nicht durch. Wieder eine Rakete. Rakete! Da bin ich beim Opa. Gibt's die hier auf der Insel? Das wäre zu mir neu. Sitzt hier auf der Insel quasi die rote Münze geben würde. Aber wer weiß das schon? Das wäre jetzt mir neu, wenn das im Boss Battle, außer bei Dr. Eggman, rote Münzen geben würde. Ich glaube mal nicht. Na komm mal her, Opa. Da kommt er. Upi, komm her. So. Deine Aktionen sind einzigartig. Er ist dein Meister. Und besiegt. Haha. So Leute, ja. Wo war der letzte rote Ring? Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Das weiß ich nämlich selber nicht. Aber jetzt sehen wir es auch. Da hinten, die Fragezeichenwelt ist offen. Bing. Jo. Da werde ich mich mal noch mal schlau machen. Wo dieser letzte rote Ring ist. Genau. Dann war es das auch wieder für diesen Part. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert mich doch, damit ihr keinen weiteren Part mehr verpasst. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Adi!